Herzlich willkommen hier beim zweiten Video von unserer Videoserie vom 3-Säulen-System. Heute geht es um das Thema zweite Säule, Pensionskasse. Ich will euch noch gerne kurz erklären, ein bisschen als Repetition, wie das 3-Säulen-System in der Schweiz aufgebaut ist. Wir haben die erste Säule, AHV, IV. Wir haben die staatliche Vorsorge. Wir haben die zweite Säule, die berufliche Vorsorge. Und wir haben die dritte Säule, das ist die Privatvorsorge. So, die zweite Säule ist gegründet worden am 1. Januar 1985. Der Sinn und Zweck von der zweiten Säule ist die Fortsetzung von der gewohnten Lebenshaltung. Das heisst, dass man eigentlich mit der AV und der Pensionskasse kann so weiterleben, wie es vorher war, wo man noch erwerbstätig war. Unter uns ist leider Gottes so, dass das System so nicht wird aufgehen, weil wenn man heute schaut, was man aus der ersten und der zweiten Säule zusammen bekommt, sind wir hier ungefähr bei etwa rund 60% vom vorgehenden Einkommen. Wie wird die zweite Säule finanziert? Das passiert durch das Kapitaldeckungsverfahren. Man kann sich das vorstellen, also als Arbeitnehmer ist es so, dass der Arbeitnehmer 50% einzahlt in die Pensionskasse und gleichzeitig auch der Arbeitgeber 50% einzahlen. Das Geld, das man dann nachher zusammengespart hat, ist es so, dass man das von Arbeitgeber zu Arbeitgeber mitnehmen in die nächste Pensionskasse. Wer ist BVG-pflichtig? Das ist ganz einfach, das ist geregelt. Wenn man über 21.330 Franken brutto verdienen im Jahr, dann ist man pensionskassenpflichtig. Das heisst, sprich, wenn man mehr als 1.777.50 Franken verdient im Monat. Wie schon erwähnt, ist es so, dass dann die Pensionskassenleistungen 50-50 vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann nicht vergessen, den Kanal abonnieren und hinterlasst doch ein Like. Und die anderen Videos werden wir unten drauf verlinken. Und wenn irgendwelche Fragen sind oder etwas unklar ist, dürft ihr euch jederzeit bei uns melden. Und wir sind gespannt auf Kommentare bei eurem Video. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Versicherungspartner Costanza TV.